Die Rohstoffknappheit nach dem Zweiten Weltkrieg brachte auch Volvo zum Nachdenken über die Konstruktion eines kleineren Fahrzeuges. Man wollte weg von den großen, schweren Modellen der Vorkriegszeit. Volvo-Firmenmitbegründer Assar Gabrielsson hatte sich bereits mehrere Jahre mit der Idee eines serienmäßigen Volkswagens auseinandergesetzt. Und daraus resultierte der Volvo PV444, der erstmals 1944 vorgestellt wurde. PV steht für den schwedischen Begriff Personenwagen. Gleichbedeutend für das deutsche Personenwagen. Und 444 für Vierzylindermotor mit 40 PS und 4 Sitzen. Hauptverantwortlicher für das Projekt wurde Helmer Petersen. In seinen Plänen tauchte erstmals in der Firmenhistorie Volvos die Planung einer selbsttragenden Karosserie auf. Als Vorbild wählte man den Hanomag Autobahnkurier von 1939 und orientierte sich stark an dessen Technik. Nur noch stabiler, noch haltbarer und noch schneller sollte der neue Volvo sein. Das Resultat konnte sich sehen lassen. Es entstand eine formschöne zweitürige Viersitzer-Limousine mit selbsttragender Ganzstahlkarosserie und dem in Volvos Historie ersten wassergekühlten Vierzylinder-Reihenmotor mit dreifach gelagerter Kurbelwelle und 1414 Kubik. Bei laufruhigen 3800 Umdrehungen in der Minute bringt es der als Buckel-Volvo bekannte Oldtimer auf 40 SAE PS und erreicht damit eine Maximalgeschwindigkeit von 110 km pro Stunde. Eine hydraulisch betätigte Einscheibenkupplung und das Dreiganggetriebe übertragen die Kraft auf die Hinterachse. Auch das Fahrwerk galt für damalige Verhältnisse als sehr modern. Einzelradaufhängung an Dreieckslenkern an der Vorderachse mit Schraubenfedern, hydraulischen Stoßdämpfern und einem Stabilisator sorgen für eine extrem gute Straßen- und Kurvenlage. Die Hinterräder sind an einer Starrachse aufgehängt, mit Panhardstab, Schraubenfedern und ebenfalls hydraulischen Teleskopstoßdämpfern. Das Fahrwerk überzeugte bereits damals mit seiner präzisen Lenkung und dem sportlich straffen Fahrwerk. Bereits bei seiner Vorstellung im Jahr 1944 in Stockholm wurden insgesamt 2500 Bestellungen aufgegeben. Der Rest der Welt nahm diesen Erfolg noch nicht wahr, da alle noch mit den Folgen des Zweiten Weltkriegs zu kämpfen hatten. Der Buckel Volvo PV444 entwickelte sich zu einem wahren Dauerbrenner. Er wurde mit 12.504 Exemplaren zwischen 1944 und 1950 gebaut. Auch sein Nachfolger, der Volvo PV544, setzte diesen Erfolg fort. Auch im Rallye-Sport überzeugte der Buckel Volvo. Internationale Teams zogen sich vom Rennen zurück, wenn bekannt wurde, dass ein Volvo an den Start ging. Der Siegesruf ging dem Buckel Volvos voraus und schreckte alle anderen Teilnehmer ab.